Boah, das ist so gemütlich. Ich habe noch nie auf so einem Sofa aufgenommen. Also falls ich gleich irgendwie so ein bisschen wegnicke oder so, darfst du mich gerne wecken. Okay, Ja? alles klar. Hast du Lust, einmal eine Klappe zu machen? Einmal so in die Hände zu klatschen? Perfekt. Die war auch richtig laut. Sehr gut. Dann kann man die Bild- und die Tonspur aufeinander so gut abstimmen. Perfekt. Super. Felix Banaschak, herzlich willkommen bei Was machst du so? Danke für deine Zeit. Gerne. Zu Beginn stelle ich dich mal ganz kurz vor oder versuche das und du darfst dich herzlich eingeladen fühlen, mich zu korrigieren, falls irgendwas falsch sein sollte, ja? 1989 geboren in Duisburg, Abi 2009 und dann auch Mitglied bei den Grünen geworden im gleichen Jahr. Zivi in der Altenpflege gemacht in Berlin und dann einen Bachelor in Sozial- und Kulturanthropologie und Politikwissenschaften an der FU in Berlin. Auch einen Abschluss gemacht 2014. Da wird immer darauf hingewiesen, wenn ich das nicht dazu sage. Habe ich auch fertig gemacht, deshalb sage ich es diesmal dazu. Du warst dann ein Jahr von 2013 bis 2014 auch Sprecher der Grünen Jugend. Wie kam es? Wieso bist du Sprecher geworden eigentlich? Also formal, weil die Mehrheit der Mitglieder mich gewählt hat dazu. Ich hatte auch einen Gegenkandidaten, also sie hätten auch eine andere Wahl gehabt. Ja, wie kam es dazu? Ich bin, nachdem ich 2009 zu den Grünen gekommen war, das ist ja nach meinem Abi gewesen. Also ich bin nach Berlin gezogen, um meinen Zivildienst hier in der Altenpflege zu machen. Und war in der Zeit so ein bisschen auf der Suche auch nach Dingen, die ich so in meiner Freizeit quasi tun könnte. Wollte die Grünen wählen, war aber nicht mit allem einverstanden. Bin dann Mitglied geworden, habe im Wahlkampf geholfen, dann danach mich so ein bisschen orientiert und bin erstmal insbesondere in unsere Jugendorganisation, die Grüne Jugend, gekommen, erst auf Landesebene in Berlin, dann irgendwann in den Bundesvorstand. Insgesamt war ich 3 Jahre im Bundesvorstand und zuletzt eben als Sprecher, also Vorsitzender quasi, aber alles ein bisschen basisdemokratischer, deswegen heißt es auch Als Sprecher. Sprecher, ja. Ich habe nur für den Verband gesprochen. Es war kein Chef oder so etwas, das war immer, da haben auch unsere Mitglieder mal ganz allergisch reagiert, wenn so in Zeitungen immer stand, der grüne Jugendchef hat das so gesagt, wir haben keinen Chef, wir haben jemanden, der sozusagen ausführendes Sprachorgan ist, aber auch nicht mehr. Nein, alles gut. Ja, das war eine spannende Zeit, also weil ich auch in der Zeit bei der grünen Jugend viel gelernt habe. Also erstens über Politik, über mich selbst, über auch die Werte, die ich habe, aber auch darüber, wie ich sie vertreten und zur Verwirklichung bringen kann. Und warum ich gewählt wurde, müsste man im Zweifel die Mitglieder fragen. Irgendwie haben die mir wohl zugetraut, dass ich das ganz okay machen könnte. Okay, danach bist du 2014 nicht wieder angetreten, bist aber Büroleiter geworden von den Europaabgeordneten Terry Janke und Sven Giegold, richtig? Genau. Und bist dann nach dem Studium auch zurück nach Duisburg entsprechend bei der Bundestagswahl 2017. Warst du schon Kandidat, habe ich gesehen, aber du hast keinen Platz auf der Landesliste bekommen. Aber bist dann ein Jahr später Landesvorsitzender der Grünen in NRW hier geworden und warst dann später mit Mona Neubauer als Doppelspitze aktiv. Ich habe gelesen, 2017 hast du auch keinen Platz auf der Landesliste bekommen. Stimmt das? Das ist so, ja, Wie das kann ist. das sein? 2017 nicht mal zum Platz auf der Landesliste und dann zack, im nächsten Jahr Vorsitzender von den Grünen NRW. Wie ging das? Naja, ich habe damals, als ich 2014 dann wieder hier nach Duisburg zurückgekommen bin, nach meiner Zeit in Berlin, das war gar nicht immer so geplant. Das hatte viel mit dem Job bei Sven Giegold und Terry Reinke zu tun. Und der war ja in Düsseldorf, ich wollte aber nicht nach Düsseldorf, nicht meine Stadt. Also nein, super Stadt, alle Düsseldorfer, super, aber nicht meine. Das war einfach so. Und dann bin ich wieder nach Duisburg gezogen und hatte erstmal sozusagen grundsätzlich vor, mit den Erfahrungen aus meiner Berliner Zeit hier wieder etwas zu tun und auch etwas zu verändern an den Verhältnissen hier, weil ich ehrlicherweise 2009, als ich weggezogen bin, erstens nach Berlin wollte, aber auch aus Duisburg erstmal weg. Das hatte schon auch was damit zu tun. Das war dann so eine Zeit von eher Perspektivlosigkeit und alles schien mir irgendwie so ein bisschen klein und nicht meinen eigenen Entwicklungszielen entsprechend. Und das wollte ich ändern und habe dann über die Zeit halt nachgedacht, okay, könnte ich mir vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren. Habe mich dann irgendwann dafür entschieden, hatte dann auch die Unterstützung der Grünen Jugend. Aber man muss wissen, dass hier in Nordrhein-Westfalen bei den Grünen es auch eine Form von sozusagen etwas institutionalisierterer Vorauswahl gibt. Das heißt, man hat Kreisverbände, man hat Bezirksverbände, wo man sich um Voten
also Unterstützung quasi dann bewirbt und ich war da relativ spät dran, habe das, glaube ich, an manchen Stellen auch nicht abschließend klug angelegt und dann war es am Ende so, dass klar war, meine Kandidatur auf dieser Landesliste ist ein bisschen gegen alle Wahrscheinlichkeiten und gegen auch die Prinzipien. So, ich wusste, niemand reserviert da einen Platz für mich, weil, oh super, da kommt jemand aus der Grünen Jugend, der in den Bundestag will, sondern die Leute, die schon drin waren, wollten gerne drin bleiben und so. Also habe ich dann gegen jemanden kandidiert, der da auch breite Unterstützung hatte. Und habe dann aber in der Situation mit knapp 40% eben verloren. Und ich glaube, dass aber trotzdem das eine mit dem anderen etwas zu tun hatte, weil ich durch diese Kandidatur mich natürlich auch bekannt machen konnte und auch meine Rede auf diesem Parteitag, auch wenn sie am Ende nicht erfolgreich war, ein bisschen, das klingt komisch, wenn ich das selbst sage, ein bisschen Eindruck hinterlassen hat. Ich habe frei geredet, nicht irgendwie abgelesen oder so etwas und hatte auch eine gute Resonanz im Saal, sodass dann einige Leute schon an einem Abend sogar zu mir kamen und gesagt haben, ja, Felix, das hat jetzt hier nicht geklappt, aber war ein toller Auftritt und überlegt doch mal, wir brauchen doch bald wahrscheinlich einen neuen Landesvorsitzenden. Ich habe gesagt, Leute, geht mir weg. Ich hab heute eine Wahl verloren. Ich wollte in den Bundestag und ihr erzählt mir hier was von Landesvorsitz oder so. Lass mich doch erstmal heute mal ein bisschen traurig sein, dass ich nicht gewählt wurde. Und dann war es dann aber so, dass dann ja auch relativ bald danach dann eben diese Landtagswahl 2017 war. Also diese Aufstellungsversammlung war im Dezember 2016, ja, also ein Jahr vor der Bundestagswahl. Dann war die Landtagswahl 2017 im Mai, also ein halbes Jahr später. Lief sehr schlecht für die Grünen in Nordrhein-Westfalen. Wir sind aus der Landesregierung geflogen und wären fast sogar aus dem Landtag gefallen, hatten am Ende 6,4% und das Ergebnis halbiert. Und dann deutete sich auch schon an, okay, irgendwie wird es einen Umbruch geben, auch einen personellen Umbruch. Mein Vorgänger, also mein der damalige Landesvorsitzende, hat auch schon angekündigt, dass er dann, wenn er in den Bundestag gewählt wird, nicht wieder für den Landesvorsitz kandidieren wird. Und das war dann eine sehr interessante, trubelige Zeit bei den Grünen hier. Und ich habe dann in dieser spezifischen Konstellation, auch weil mich Leute weiter angesprochen und ermuntert hatten, mir die Frage gestellt, kann ich denn einen Beitrag dazu leisten? Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber kann ich einen Beitrag dazu leisten, die Landespartei wieder so ein bisschen auch nach vorne zu bringen, aus dieser schwierigen Situation herauszuholen? Und es gab dann eine größere Offenheit als wahrscheinlich in anderen Situationen dafür, dass jemand da Verantwortung übernimmt, der so ein bisschen von außen quasi kam. Also ich war zwar Kreisverbandsprecher, also Kreisvorsitzender hier in Duisburg, also habe auch bewiesen, dass ich auch Verantwortung übernehmen kann, aber gab auch Vorbehalte. Ich war damals 27 oder als ich gewählt wurde 28 und hatte auch dann wieder einen Gegenkandidaten. Also geschenkt wurde mir hier nichts. Ist aber auch in Ordnung. Und habe die Wahl dann aber am Ende sozusagen genau mit dem umgekehrten Ergebnis gewonnen. Also genau nicht die 40% von letztem Mal, sondern die, weiß ich, 56% waren das dann. Mein Gegenkandidat hatte knapp 40. Sodass ich dann so ein paar Leute in der Zwischenzeit überzeugen konnte. Und dann war die Aufgabe halt zu zeigen, es war eben eine komische Geschichte, so einen 28-Jährigen mit Piercing im Mund zum Landesvorsitzenden des größten Landesverbands hier zu wählen. Aber let's try it. Dann auch ein ganz guter Trost, oder? Ist dann ja auch okay, wenn man ein Jahr später dafür Landesvorsitzender ist. Am Ende muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass es so gekommen ist. Also ich bin auch am Ende froh gewesen, dass ich nicht 2017 in den Bundestag gekommen bin, weil dadurch wirklich ich im Landesvorsitz auch nochmal eine komplett andere politische Erfahrung machen konnte. Das war auch eine super spannende Zeit, aus der ich sehr, sehr viel mitnehme. Und diese Chance hätte ich nicht gehabt, wenn ich ja 2017 gewählt worden wäre. Weil dann wäre ich gar nicht sozusagen im Bewerberpool für den Landesvorsitz gewesen. Und deswegen, manchmal sind die sozusagen, also man denkt, man verliert, aber eigentlich gewinnt man auf lange Zeit auch manchmal durch solche Rückschritte. Haben wir jetzt schon hier die erste Lektion fürs Leben besprochen nach 10 Minuten? Sehr gut. Aber da ist viel dran, glaube ich, als Jungspund zumindest auch. Seit 2021 bist du jetzt MdB und bist vor allen Dingen im Wirtschafts- und Haushaltsausschuss aktiv. Und ja, besonders in Zeiten wie jetzt, wo es immer heißt, ah, was ist denn aus dem Land der Dichter und Denker geworden?
Gibt es auch endlich Nachwuchs? Du gehörst zu den wenigen Politikern, die im Bundestag mal für ihre Dichtkunst bejubelt wurden, möchte ich schon fast sagen. Und ich habe auch noch einen Kommentar über dich gefunden unter einem deiner neuesten Insta-Posts. Der hatte ein Nutzer geschrieben: Die BürgerInnen wissen, was wir an ihnen haben. In ihrer Partei sind sie der Beste der Besten. Sie müssen an die Spitze und das so schnell wie möglich. Sie sind ein Naturtalent. Es gibt keine PolitikerIn bei den Grünen, der die so begabt ist wie sie. Habeck-Mädels lesen das vielleicht nicht gerne, aber es ist, wie es ist. Fühlst du dich davon gut beschrieben? Nein, ich fühle mich davon. Also das ist sehr nett und natürlich, wenn man solche Kommentare liest, also das freut mich auch und ich habe gerade in den letzten Jahren also gerade bei Instagram, was du jetzt da gerade angesprochen hast, auch die Zahl derer ja, ausbauen können, die mir da folgen und die mich kennen und auch verfolgen, was ich da so tue. Und da sind auch einige bei, das ist wirklich total schön, weil es ja auch viel negative Reaktionen in der Politik immer gibt, die regelmäßig kommentieren und regelmäßig nette Sachen schreiben und sich für Engagement bedanken oder Feedback geben und so weiter. Und es ist auch schön, manchmal, ich muss mich erst dran gewöhnen, aber es ist auch schön, manchmal werde ich eben auch dann auf der Straße, im Zug oder wo auch immer angesprochen. Ich war gestern in Leipzig zur Wahlkampfunterstützung und dann waren da auch zwei Leute, die gesagt haben, was machen Sie denn hier? Sie sind doch eigentlich aus Duisburg und ich verfolge Sie bei Instagram oder einer geduzt, einer gesehen. Das ist schön und deswegen werde ich niemanden davon abhalten, mir nette Kommentare zu schreiben, aber es ist natürlich maßlos übertrieben und vor allem finde ich, dass die Grünen aus sehr, sehr vielen Leuten bestehen, die viele Fähigkeiten und so weiter mitbringen und es eigentlich unsere Aufgabe ist, dieses vielfältige Potenzial zum Laufen zu bringen und einzusetzen. Und wenn ich einen Anteil daran haben kann, dass wir irgendwie Erfolg haben, freue ich mich, aber chill. Mich hat der auf jeden Fall sehr köstlich amüsiert, fand ich schön. 2009 haben wir vorhin gehört, bist du Grünen-Mitglied geworden. Wie kam es dazu? Was hat dich eigentlich an der Partei so sehr überzeugt, dass du dachtest, ach, die wähle ich nicht nur mal, sondern da werde ich sogar Mitglied? Was waren so die Inhalte, wo du sagst, ach, da habe ich mich total wiedergefunden. Nee, es war ehrlich gesagt genau andersrum. Ich habe mir war eigentlich klar, dass ich die Grünen wählen würde, auch schon in den Jahren davor. In meinem Abi-Buch stand in dieser Kategorie, wo man so übereinander Sachen anonym dann geschrieben hat. Also kam immer zu spät oder irgendwie sowas, stand dann bei mir komischer grüner Vogel. das war jetzt, glaube ich, nicht als Kompliment gemeint, aber vermutlich in gewisser Weise richtig beschrieben. Also andere wussten schon länger anscheinend als ich, dass ich irgendwie grüner bin. Damals ja gar nicht aktiv war oder so etwas. Aber keine Ahnung, wenn man sich halt vegetarisch ernährt und ein paar andere Klischees wahrscheinlich auch noch irgendwie erfüllt, dann ist man da schnell eingeordnet. Und deswegen so grundsätzlich die Grünen wählen, war mir eigentlich relativ lange klar. Ich hatte aber eigentlich immer gleichzeitig eine große Distanz auch dazu. Zu Parteien generell, zu dieser Form von politischer Arbeit. Ich habe mein Praktikum im Landtag Nordrhein-Westfalen gemacht und geschrieben, super, war eine interessante Zeit, habe viel gelernt, aber ist nichts für mich. so, das ist sehr lustig, diesen Praktikumsbericht im Nachhinein zu sehen. Und das war eigentlich eher dann so 2009 die Situation, es war die Auseinandersetzung Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün nach 4 Jahren der ersten großen Koalition der Neuzeit quasi. Und da wollte ich schon unterstützen und deswegen, das war sozusagen der eine Teil, also eintreten, um halt nicht nur mit meiner Stimme zu unterstützen, sondern halt auch vielleicht schon im Wahlkampf. Und auf der anderen Seite war ich mit ganz vielen Dingen überhaupt nicht zufrieden und dachte aber, naja, wenn ich halt eine Chance drauf haben möchte, die Inhalte zu verändern, dann muss ich ja da reingehen. Also wie soll ich denn woher sollen die denn wissen, dass ich Dinge nicht gut finde, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, es zu sagen? Also zum Beispiel, war 2009 eigentlich die Abkehr von der rot-grünen Agenda-Politik, also Stichwort Hartz IV, noch nicht so weit. Ich fand die Agenda 2010 immer eine riesige Katastrophe. Ich bin, das hat mich mitpolitisiert, also diese Form von Entsolidarisierung in der Gesellschaft und ich wollte, dass die Grünen diesen Kurs ändern.
Das war auch einer der Gründe einzutreten damals, ja. Was hat sich denn geändert seit deinem Praktikumsbericht? Würdest du jetzt heute vermutlich nicht mehr sagen, nee, das ist nichts für mich. Nee, es ist offensichtlich was für mich und mir macht das großen Spaß jetzt. Wobei ich auch sagen muss, wenn man so ein Praktikum macht, man begleitet zwar ja Abgeordnete, aber man, also die Dinge, die man selbst tut, sind ja eigentlich eher die von Menschen, die sozusagen in dem ganzen Betrieb dahinter arbeiten, also in den Fraktionen, in den Büros, in der Verwaltung und so. Und so gerne ich oder so viel ich vor allem auch gelernt habe in dieser Zeit, als ich für 3 Jahre das Büro von zwei anderen Abgeordneten, also Sven Giegold und Terry Reinke, geleitet habe, das hätte ich nicht mein ganzes Leben lang machen können oder wollen. Ich habe dafür gelernt, aber am Ende, ich merke schon, dass ich von meinem Typ her jemand bin, der vor allem an den Dingen halt auch Spaß hat, die sozusagen mit dem eigenen politischen Mandat oder dem eigenen politischen Amt einhergehen. Also die Vielfalt der Beschäftigungen, jeder Tag ist anders. Es gibt, also diese ganzen Routinen gibt es nicht. Ich hasse Routinen. Ich bin einfach kein. Ich langweile mich schnell, ich bin ungeduldig und so. Und deswegen, mir macht das gerade wirklich großen Spaß. Aber es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo ich dann sage, jetzt ist gut. Und der wird nicht erst mit 60 sein. Jetzt haben wir über einige Dinge gesprochen, die dich zu den Grünen gebracht haben und warum du dich da auch sehr wohl fühlst. Du hast auch mal so was Schönes gesagt wie, ja, die Grünen wollten ungefähr das, was ich wollte. Und wenn ich das jetzt auch mal auf die Gegenwart übertragen darf, was gibt es denn heute für Punkte, mit denen du mit der Parteimeinung davon vielleicht abweichst? Ich frage das gar nicht so sehr, um die Leute zu ärgern, sondern um auch zu zeigen, keiner hat 100% Übereinstimmung mit einer Partei und um wo Mitglied zu werden, muss man das auch gar nicht haben. Deshalb, was wären denn neben den allermeisten Dingen, wo du übereinstimmst mit der Parteimeinung, was wären denn so einzelne Punkte, wo du es nicht tust? Also das ist tatsächlich interessant, weil das ich das also vermutlich selten so war, dass ich so stark eigentlich auch mit der Partei übereinstimme, wie ich das jetzt tue. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass ich natürlich jetzt viel mehr Möglichkeiten habe, auch mit zu beeinflussen, was in der Partei eigentlich gerade Mehrheitsposition ist, als das seit 2009 oder der Fall war oder auch vor wenigen Jahren noch. Ich glaube, woran ich mich am meisten so reibe bei uns ist, dass es Teile gibt bei uns. Man muss wirklich sagen, Teile, das ist eine der sozusagen der Streitfragen. Welche Rolle spielt denn sozusagen das Soziale, die Gerechtigkeit, die auch Themen wie Armutsbekämpfung und so weiter im Alltag, weil das, auch wenn es jetzt nicht das ist, woran ich jetzt gerade fachlich arbeite, weil ich im Haushalts- und Wirtschaftsausschuss bin und deswegen eigentlich eher in ganz anderen Kontext noch so eingeordnet, ich merke das schon, dass das häufig die Themen sind, die mich selbst am meisten so umtreiben. Und es gibt auch bei uns in der Partei Gruppen, Personen und so weiter, die da, glaube ich, jetzt nicht auf meiner Linie sind und das eher für vernachlässigbares Zeug haben. Das ist, ich weiß nicht, ob es gerade die Mehrheit ist, ich glaube eigentlich nicht, aber das trägt manchmal so ein bisschen mit dazu bei, dass wir einen anderen Ruf haben, als es unsere Programmatik eigentlich ausmacht in diesen Fragen. Also, ne, Grün wird häufig nach, also grüne Politik muss man sich leisten können und das ist irgendwas Elitäres und für Besserverdiener und so. Das ist faktisch nicht der Fall. Also wenn man sich das konkret anguckt, was sind eigentlich unsere Positionen? Aber es wird manchmal genährt davon, dass es immer wieder von Einzelnen so ausgestrahlt wird. So, das ist einfach so, das Soziale überlässt man besser der SPD, davon haben wir eh nichts, wir werden fürs Klima gewählt und so weiter. Und damit habe ich einen Dissens, aber ich glaube auch, dass wir da wirklich viel, viel weiter sind, als wir zum Beispiel 2009 waren. Und woran ich, also womit ich gerade sehr, sehr viel hader,
ist die ganze Migrations- und Asyl- und Flüchtlingspolitik, die sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht zum Negativen entwickelt hat, auch unter der Ampel, auch unter einer grünen Regierungsbeteiligung und auch mit Entscheidungen, die ich mit sozusagen zu verantworten habe mit meiner Stimme im Deutschen Bundestag. Ich finde, dass sich diese ganze Debatte um Menschenrechte und Menschenwürde und die Frage, ob es wirklich einfach nur noch darum geht, die Leute immer möglichst schnell loszuwerden und es ihnen so schwer möglich zu machen. Ich finde, dass sich das Land in den letzten Jahren da in eine schlechte Richtung entwickelt hat, dass wir uns entsolidarisiert haben und das tut mir weh und ich würde mir wünschen, dass wir da woanders hinkommen. Und auch das ist ein Thema, was bei uns Grünen durchaus ein Streitthema ist. Bei der Landtagswahl 22 habt ihr es dann geschafft, euer bestes Ergebnis jemals hier in NRW einzufahren und konntet das circa verdreifachen auf 18,2%. Was hast du gelernt aus dieser Landtagswahl? Naja, ich meine, diese Landtagswahl stand halt am Ende erstens eines sehr, sehr langen, auch harten Prozesses, den wir dann im Landesverband hatten. Dazu komme ich vielleicht gleich nochmal, weil das zweite mindestens genauso entscheidende, vermutlich wesentlich entscheidendere sogar war, dass sich natürlich in der Zeit die komplette politische Landschaft neu formiert hat. Und das Wahlergebnis 2017 von 6,2 in NRW lag damals unter dem Bundesdurchschnitt, aber auch der Bundesdurchschnitt lag bei 8-9% in dem Jahr. 2022 im Mai standen wir bundesweit in Umfragen auch bei 18%. Ich glaube, 17 hat er. Was schon ganz schön ist, ist, dass wir seit einigen Jahren in NRW über dem Bundesdurchschnitt in der Regel immer sind. Und dieser Prozess war, also das, was wir in Nordrhein-Westfalen gemacht haben, also als ich dann gewählt worden war, 2018, waren die ersten Entscheidungen, die ich zu treffen hatte, wer kann eigentlich in unserer Landesgeschäftsstelle beschäftigt bleiben, weil wir nicht mehr genug Geld hatten, das ganze Personal dauerhaft zu bezahlen, welche Räume, welche Etagen vermieten wir eigentlich weiter, weil wir auch nicht mehr genug Geld hatten, die Geschäftsstelle richtig zu finanzieren. Wo sparen wir bei den Parteitagen? Wie viel machen wir eigentlich noch und sowas? Also wirklich eine ganz schwierige Phase. Und auch vor allem, also dass man sozusagen die einen Dinge, das andere aber auch eine Partei, die echt am Boden lag und auch desorientiert war und wo erstmal sehr, sehr viel wieder so Selbstvergewisserung auch gemacht werden musste. Deswegen habe ich zum Beispiel einen Prozess federführend organisiert, unsere Bildungspolitik einmal komplett über ein Jahr aufzuarbeiten. Ich bin durch Schulen gereist, ich habe mich mit BildungswissenschaftlerInnen und so weiter getroffen. Wir haben eine Kommission eingesetzt, die im Prinzip, nachdem das Thema Schule und Bildung eines der wahlentscheidenden Themen 2017 gewesen war, das nochmal komplett neu uns anzuschauen und so etwas. Und das ist teilweise einfach. Also spannende, aber auch komplizierte und harte Arbeit mit vielen Sitzungen, vielen Gesprächen, viel Text, viel Austarieren, mit Leuten reden, gucken, wen muss man mitnehmen, wen darf man jetzt nicht auf die Füße treten, wen muss man auf die Füße treten, damit man sich auch von Dingen der Vergangenheit emanzipieren kann und so weiter. Und das haben wir in ganz, ganz vielen Bereichen gemacht, haben in ganz, ganz vielen Bereichen geguckt, so wo haben uns die Strukturen der Vergangenheit eigentlich daran gehindert, erfolgreich zu sein. Wie müssen wir unsere Kommunikation anders aufstellen? Ich war sehr viel einfach unterwegs, vor Ort, habe Initiativen, unsere Partei selbst natürlich, Medien und so weiter getroffen. Und was ich sozusagen davon mitgenommen habe, ist, dass solche, also ja, es gibt immer eine politische Großwetterlage, es gibt immer Dinge, die man nicht in der Hand hat, also welches Thema gerade dominant ist. Ab 2018 hat man für Jahre andauernd über Klima geredet. Das war bis dahin nicht der Fall. Also natürlich sind es auch solche Dinge. Und dann hängt es aber wirklich sehr, sehr stark da. Also man hat unheimlich viele Möglichkeiten, wenn man in politischer Verantwortung ist, auch zu beeinflussen, wie die Lage ist. Und das ist gut, wenn man entweder selbst viel Erfahrung hat oder auch regelmäßig mit Leuten sprechen kann, die viel Erfahrung haben. Ich habe mich viel beraten dann natürlich auch. Aber also auch als frisch gewählter Landesvorsitzender Ende 20 kann man mit den
Ideen und Impulsen, die man hat, einfach auch eine Dynamik verändern. Und das ist schon sehr schön zu sehen. Und ich fühle mich seit dieser Zeit viel, viel weniger ohnmächtig gegenüber der Lage, der Welt, der Partei, als es halt eben vorher der Fall war, weil man ja sonst häufig denkt, okay, was will man schon, man ist auch nur ein kleiner von ganz vielen und so, aber es ist, am Ende wird, also alles, was wir auf der Welt sehen, ist das Ergebnis menschlichen Handelns. Natürlich gibt es Naturgesetze, die menschliches Handeln einschränken oder auf menschliches Handeln reagieren, also wie zum Beispiel die Klimaerwärmung und solche Dinge. Aber ansonsten ist Politik kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis davon, dass Menschen etwas tun oder etwas nicht tun oder das so tun oder es nicht anders tun. Und das ist eigentlich der Kern. Und das ist eine sehr, finde ich, erstmal motivierende Botschaft, weil man auch weiß, es werden immer wieder neue Probleme kommen, aber dann kann man auch wieder sich neue Lösungen ausdenken. Sehr schön. Die Europawahl steht nicht mehr vor der Tür, sondern die stand gerade vor der Tür. Die sind jetzt vorbei. Und eine der Lehren für euch muss ja auch sein, dass ihr zu wenige Menschen mit niedrigeren Bildungsgraden erreicht. Also jetzt bei den Europawahlen war es so, bei den Wählerinnen und Wählern mit Hochschulabschluss habt ihr 23% erzielt in Deutschland. Beim Abitur noch 13, bei der mittleren Reife 6 und beim Hauptschulabschluss nur 4% der Wählerinnen und Wähler erreicht. Wie findest du, solltet ihr damit umgehen? Das ist ja schon ein Thema, was es seit längerer Zeit bei euch gibt, aber jetzt bei dieser Europawahl sprechen die Zahlen wieder eine recht drastische Sprache, würde ich sagen. Also genau, es ist jetzt keine komplett neue Entwicklung. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir früher vor allem von Arbeitern und gewählt worden und in den Unistädten haben alle einen riesen Bogen um uns gemacht. Und das war immer schon die Tendenz. Und das ist erst einmal eine grundkonstante grüner Politik. Warum? Erstens, weil auf so Bedürfnispyramiden viele der Werte, für die wir stehen und die mit uns verknüpft werden, sozusagen auf einem relativ hohen Level angesiedelt sind. Also ja, postmaterielle Orientierungspunkte, eine gesunde Natur, bestimmte Art des Zusammenlebens und so weiter. Die sind voraussetzungsreich, weil man sich mit solchen Dingen erst richtig beschäftigen kann, wenn viele andere Grundbedürfnisse erst einmal gestillt sind. So, das ist per se der Fall. Zweitens ist grüne Politik immer stärker auf Veränderung ausgerichtet als auf Sicherheit. Wir haben zwar es versucht, aber bislang nicht erfolgreich zu vermitteln, dass wenn sich die Welt verändert, es nicht Sicherheit bietet, so zu tun, als gäbe es diese Veränderung nicht. Also das ist ja das, was andere sagen, also keine Sorge, alles wird anders, aber für euch muss sich nichts ändern. Wir sorgen dafür, wir werden immer den Verbrenner haben, wir werden immer mit Gas und Öl heizen, und also was. Das ist einfach nicht die grüne Botschaft, sondern unsere Botschaft ist eigentlich, damit viele Dinge so bleiben können, wie sie sind und damit es diese Form von Sicherheit gibt, müssen sich Dinge verändern. Es ist aber eine voraussetzungsreiche Argumentation, das ist einfach so. Und dass sich, also die Offenheit für Wandel hat auch etwas mit Bildungshintergrund und so weiter zu tun. Da besteht eine statistische Korrelation. Und das Sicherheitsbedürfnis umgekehrt ist bei Menschen, die auch wegen ihres Bildungshintergrundes oder auch wegen anderer materieller Faktoren und so weiter, zum Beispiel viel stärker davon abhängig sind, dass bestimmte Lebensmodelle funktionieren, für die sie sich einmal entschieden haben,
Natürlich auch viel, viel größer. Also ich will es nicht zu vereinfachen, weil diese Vereinfachung auch den Kern nicht trifft, aber natürlich ist eine, ich mag den Begriff nicht, aber eine Bildungselite von Leuten, die studiert haben und dann zum Studium in die eine Stadt gezogen sind, für den Master in die andere, dann machen sie vielleicht noch ihren Doktor da und da. Und das ist eine totale Selbstverständlichkeit. Man arbeitet mal hier, man arbeitet mal da, vielleicht auch mal im Ausland und so weiter. Das ist also bei Menschen, die so ticken und so leben, spielt Sicherheit eh keine große Rolle. Sondern da weiß man, mit Wandel umzugehen, weil man den Wandel selbst lebt. Umgekehrt, wenn ich weiß, ich habe hier meine Ausbildung beim Bosch, beim Benz, beim Thyssen oder wie auch immer gemacht, so, und dann verändern sich die Dinge, dann ist nicht für alle klar, dass es auch für sie eine andere Perspektive gibt. Und deswegen ist zum Beispiel auch gerade sozusagen der ökologische Wandel für viele erst einmal oder wird als eine Bedrohung wahrgenommen, und wir sind nun mal, werden nun mal damit auch intensiv verknüpft. Also dieses Bild der Anywheres und der Somewheres, was das ja so beschreiben soll, ist holzschnittartig und nicht sozusagen in jeder Hinsicht korrekt, aber bietet schon Orientierung. So, das ist die Grundlage. Und was passiert jetzt gerade? Was ist jetzt passiert? Ich glaube, dass wir nicht gut darauf vorbereitet waren, auch wenn man es sozusagen sehen konnte, aber das macht da niemandem Vorwurf, weil ich es auch nicht war, wie sehr dieser Kulturkampf, der gerade ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und in allen Ländern im Prinzip politische Debatte dominiert, wie sehr erfolgreich es unseren politischen Gegnern gelungen ist, auch ein Bild von uns zu zeichnen als den abgehobenen Großstädtern, denen es wichtig ist, dass Leute einmal im Monat ihr Geschlecht wechseln können, aber niemand irgendwie weiß, was eine Insolvenz beim Bäcker. Also so, ja, das ist ja die Zuschreibung. Und diese auch wirklich massive und brutale Form des Agenda-Settings gegen uns, gegen grüne Politik, gegen unsere Akteure, gegen aber auch die Werte, für die wir stehen, das war einfach erfolgreich so. Und davon lassen sich dann Menschen, die x Semester auch Dinge wie Politikwissenschaften oder so studiert haben, etwas weniger kirre machen. Das ist, glaube ich, schon auch so. Aber es ist natürlich überhaupt nichts Zufriedenstellendes so. Das hat natürlich auch viel mit Sprache zu tun. Ich meine, ich merke das jetzt auch, wenn ich das hier alles sage. Ich benutze Fremdwörter, ich benutze auch teilweise komplizierte Formulierungen. Das mache ich jetzt halt hoffentlich nicht immer. Ich meine, wir sind jetzt hier auch gerade in einem Podcast, das ist auch ein anderes Setting. Heute Abend habe ich wieder mein Bier mit Banaschak. Ja, alle paar Monate gehe ich einfach in eine Kneipe in Duisburg und lade die Leute auf ein Getränk ein. Es muss kein Bier sein, und stelle mich ihren Fragen und versuche da schon auch eine Sprache zu finden, die halt von allen verstanden wird, die da sind. Aber das ist keine Kernkompetenz der Grünen, das muss man so hart sagen. Eines der größten aktuellen Themen ist vielleicht die Frage, wie mit der Schuldenbremse umgehen. Und du gehörst zu den Leuten, die sagen, ah, wir brauchen dringend eine Reform dieser Schuldenbremse. Es gibt auch viele Argumente natürlich dafür, warum man das tun sollte. Da kommen wir wahrscheinlich gleich sowieso drauf zurück. Aber meine Frage wäre, haben Liberale und Konservative einen Punkt, wenn sie sagen, sobald wir diesen Deckel quasi entfernen, ist es total schwierig, wieder eine andere Grenze zu finden. Also die Erzählung ist ja, die ihr dann so ein bisschen spinnt, ja, wir müssen ja vor allen Dingen unbedingt investieren. Und es macht keinen Sinn, streng eine Schuldenbremse einzuhalten, wenn das dann eine Investitionsbremse wird. Und wir dadurch in Zukunft eigentlich deutlich mehr wirtschaftliche Prosperität erleben können. Aber haben Liberale und Konservative nicht auch einen Punkt, wenn sie sagen, ja, aber hinterher können wir gar nicht so leicht unterscheiden, was genau ist jetzt eine Investition, die sich monetär lohnt in Zukunft und was ist dann am Ende des Tages doch eine konsumtive Ausgabe, ne? Also wenn ich jetzt ein Projekt für Demokratie und gegen rechts fördere, dann ist das natürlich eine Form von Investition in die Demokratie und total sinnvoll. Und gleichzeitig kann man sich fragen, ob es
die wirtschaftliche Prosperität in Zukunft entscheidend verändern wird. Verstehst du das Argument? Teilst du das? Also die Frage war, haben die da einen Punkt? Würde ich sagen, ja. Aber der Punkt rechtfertigt halt die Verweigerung, sich mit veränderten Realitäten auseinanderzusetzen, nicht? Das ist mein Problem mit dieser Position von Liberalen und Konservativen. Also ja, man kann eine Schuldenbremse so reformieren, dass danach sozusagen Tür und Tor offen ist und nach uns die Sintflut. Das ist nicht mein Ziel. Aber ich erwarte dann von Leuten, die diese Sorge haben, einfach ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit im Vorbringen eigener Vorschläge, wie man das dann vermeiden kann. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten. Weil, und das ist nämlich für mich der Ausgangspunkt, also du musst mich hier einfach stoppen, weil zu dem Thema könnte ich jetzt auch 2 Stunden reden. Ich versuche es mal trotzdem fokussiert zu tun, aber ich finde, diese Debatte hat einfach mehrere Aspekte. Der erste Aspekt ist, in welcher Welt leben wir eigentlich und was unterscheidet diese Welt von der Welt, in der die Schuldenbremse mal eingeführt wurde? 2009, als sie ins Grundgesetz geschrieben wurde, hatten wir eine komplett andere Lage der Weltwirtschaft, wir hatten eine komplett andere sicherheitspolitische Lage und wir hatten eine komplett andere Lage, was den Zustand öffentlicher Infrastruktur angeht. Auch da war sozusagen, das kann man im Nachhinein gut darstellen, eigentlich schon zu wenig investiert worden, aber noch fuhr die Bahn ja einigermaßen pünktlich. Noch war ein Großteil der Brücken, der Autobahnbrücken befahrbar. Noch war es möglich, innerhalb von kurzer Zeit einen Termin beim Bürgeramt zu bekommen, wenn man in eine neue Stadt gezogen ist. Das ist alles nicht mehr der Fall. Wir haben eine komplett veränderte Lage der Weltwirtschaft und einen harten internationalen Wettbewerb um Zukunftstechnologien, aber auch um bestehende Industrien und um Wirtschaftsstandorte. Und um uns herum haben andere Länder Erfolg, indem sie kreditfinanziert Zukunftsinvestitionen ermöglichen. Darauf ist der Inflation Reduction Act aufgebaut. Darauf sind aber auch die ganzen Aktivitäten in China aufgebaut. Und Deutschland sagt, wir wollen zwar in diesem Wettbewerb dabei sein, aber wir wollen uns auf die Regeln nicht einlassen. So, das kann man machen, aber es wird nicht funktionieren. Deswegen ist das ökonomisch unklug. Investitionen heißt, also wenn ich jetzt nicht einen sozusagen, nicht den Volksmund, sondern die ökonomische Theorie und die Bundeshaushaltsordnung zur Grundlage nehme, dann ist eine Investition eine Ausgabe, die neuen Kapitalstock schafft und die deswegen Sinn ergibt, weil der Benefit, den ich habe, größer ist, als wenn ich die unterlassene Leistung später bezahlen muss. Und das ist genau das, was wir gerade erstens wirtschaftlich merken. Also Investitionen, die ausgeblieben sind, müssen irgendwann nachgeholt werden oder die Unternehmen sind weg. Ende aus. So ist die Lage. Wenn man nicht dieses Jahr in die Bahn investiert, wird man es in ein paar Jahren umso mehr tun müssen, dann wird es teurer sein. Oder man hat demnächst keine funktionierende Bahn mehr oder eine noch schlechter funktionierende Bahn. Ist ja offensichtlich keine kluge Option. Kann man wollen, ist aber dumm. Ich finde es einfach dumm. Und deswegen ist allein aus dieser ökonomischen Perspektive sinnvoll, die Schuldenbremse so zu reformieren, dass sie uns die Luft wieder gibt. Es gibt unterschiedliche Varianten, das zu tun, mit einer goldenen Regel, mit einer... und da können sich Konservative und Liberale gerne in die Debatte einbringen, dass sie sagen, aber es muss so eng gestaltet sein, however, können wir vieles diskutieren. Ich finde, der zweite Punkt ist, was unterscheidet die Welt eigentlich von der, aus der wir kommen? Das komplette deutsche Wirtschaftsmodell ist in den letzten Jahren, vorsichtig formuliert, herausgefordert worden. Ich würde sagen, gescheitert, weil es auf 3 Säulen beruhte. Erstens, wir bekommen billiges Gas aus Russland, also billig und nicht nur Gas, sondern auch Öl und Kohle, also billige Energie von Autokraten. Why? Wir haben eine total exportorientierte Wirtschaft, die auch darauf aufbaut, dass die Weltwirtschaft im Gesamten immer weiter wächst und insbesondere in China, weil wir da unfassbar viel hingeliefert haben, funktioniert gerade auch nicht mehr. Also der chinesische Markt ist auch in Teilen eingebrochen und der Export stockt. Davon ist eine sehr exportorientierte Wirtschaft wie Deutschland einfach stärker betroffen als die in den umliegenden europäischen Ländern. Und die dritte Säule war, wir sind eingebunden in ein funktionierendes internationales Sicherheitsbündnis mit der NATO, aber eigentlich stehen alle Zeichen auf Abrüstung und auf Frieden und Entspannung und
offensichtlich ist, spätestens seit dem 24. Februar 2022 die Welt eine andere. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel mehr Geld für unsere Sicherheit ausgeben müssen. Tun das ja jetzt schon mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Das war jetzt einmal kreditfinanziert, das ist jetzt aber aufgebraucht. Also wie macht man es zukünftig eigentlich? Ich finde eigentlich, es richtig zu sagen, auch Verteidigungsausgaben macht man nicht und oder Sicherheitsausgaben, also auch Cyber Security und so weiter, macht man nicht primär über Schulden, weil warum sollen denn meine Kinder und Enkel dafür bezahlen, dass ich in Sicherheit leben kann? Aber wenn man das täte und dann zum Beispiel auch über eine andere Steuerpolitik eigentlich reden müsste oder was auch immer, steht immer noch die andere Frage mit den Infrastruktur und ökonomisch sinnvollen Investitionen da. Und deswegen ist meine These einfach, keine Regierung der Welt oder keine Regierung, die sich hier, ob die SPD, Unions oder Grünen geführt ist, welche Partei noch immer darin vertreten sind, wird mit den Regeln, die wir uns selbst in die Verfassung geschrieben haben, dauerhaft so arbeiten können, dass wir dieser veränderten Weltlage gerecht werden. So, und jetzt kann man sagen, aber wir haben Angst davor, dass die Grünen und die Roten, weil sie mit Geld nicht umgehen können, dann demnächst halt die Schuldenbremse reformieren, um einfach das Bürgergeld auf 8.000 Euro zu erhöhen. Das ist aber einfach kein konstruktiver Beitrag zu der Debatte. Also, was würdest du dagegen sagen? Womit würdest du die Leute beruhigen? Ich weiß gar nicht, ob ich die Leute beruhigen muss. Also ich meine, wir führen ja auch Gespräche. Und ich sag, also sie sollen sich einfach die Konzepte angucken, die wir zur Debatte stellen. Und die sind sehr eindeutig. Also wir schlagen vor einen sogenannten Deutschland-Investitionsfonds. Das heißt, eines von diesen bösen Sondervermögen, weil es aus meiner Sicht auch haushaltstechnische Sinn ergibt, für bestimmte Aufgaben Sondervermögen einzurichten. Aber das ist kein böser Schattenhaushalt und das ist alles irgendwie geheim. Das ist alles genauso transparent einsehbar, wenn man es denn will. Und dieses Sondervermögen soll für Zukunftsinvestitionen sowohl öffentlicher als auch bei Zuschüssen zu privaten Investitionen nutzbar sein. Nach Bundeshaushaltsordnung Investitionen, das ist relativ eng definiert. Was ist da eine Investition? Und da ist zum Beispiel Investitionen in Köpfe, das ist keine Investition nach dieser Ordnung, also das heißt, das ist streng, aber dieses Sondervermögen soll kreditfähig sein, dafür braucht es eine Reform der Schuldenbremse, also 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat, um die Verfassung zu ändern. Und der Clou wäre ja sogar, von den Krediten, die der Bund aufnimmt, sollen auch beispielsweise Kommunen profitieren, weil wir haben einfach sehr, sehr viele Städte und Gemeinden in Deutschland, die vor der Frage stehen, welches ihrer Schwimmbäder sie zumachen. Anstatt zu überlegen, wollen wir noch ein drittes Mal irgendwie bauen, weil einfach ganz viele Kinder nicht mehr schwimmen lernen. Also ich will einfach, also ich möchte, dass sich auch unsere politischen Mitbewerber einfach mit den Ideen auseinandersetzen, die wir schwarz auf weiß aufgeschrieben haben, weil dann werden, glaube ich, ganz viele Bedenken automatisch hinfällig und dass man sich gleichzeitig einfach damit auseinandersetzt, was los ist in diesem Land. Wie gesagt, also Kinder lernen nicht mehr schwimmen. Man kriegt keinen Termin im Bürgeramt. Leute können sich nicht darauf verlassen, die Bahn zu benutzen, wenn sie einen Termin haben. Auto bringt aber auch nichts, weil überall Baustellen sind, weil einfach jahrelang nicht in die Infrastruktur investiert wurde. In der Digitalisierung hängen wir Litauen und Estland und wahrscheinlich allen möglichen anderen Ländern meilenweit hinterher. Also es ist so viel im Argen und ich verstehe einfach nicht, warum man nicht dann sagen kann, okay, ein jegliches hat seine Zeit. Vielleicht war die Schuldenbremse 2009 eine kluge Idee, vielleicht nicht in dieser Ausführung, aber vielleicht war es erstmal richtig, aber jetzt sind wir in einer anderen Zeit und diese andere Zeit bedingt nicht, dass wir keine Schuldenbremse mehr haben, aber eine andere. That's the plan. Super interessantes Thema, können wir bestimmt allein darüber noch eine Stunde reden. Ich musste dich aber leider in genau 15 Minuten schon wieder gehen lassen, deshalb ich habe noch so ungefähr 10 Schlussfragen, die kann man aber zu großen Teilen auch was kürzer beantworten. Ja, kurze Antworten sind voll meine Stärke, wie du siehst. deshalb habe ich das direkt dazu gesagt, um so ein bisschen Druck aufzubauen. was würdest du sagen, sind so deine Top 3 Bullshit-Aussagen, wenn es um aktuelle Themen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik geht? Was sind so Sätze, die du überhaupt nicht mehr hören kannst? Also dieses ganze Gerede von einem deutschen Sonderweg bei der Energiewende,
ist Quatsch. Also jedes kluge Land macht es in etwa ähnlich. Und die Alternative dazu ist einfach keine kluge, also nichts in der Politik ist alternativlos, aber man muss ja überlegen, sind die Alternativen denn sinnvoll? Und ich bin viel damit beschäftigt, da auch einfach sehr viele Mythen immer wieder abzuräumen, die um diese Energiepolitik gemacht werden, weil Leute dann glauben, dass halt drei Atomkraftwerke, die länger gelaufen hätten, irgendeinen relevanten Anteil an den Strompreisen gehabt hätten. Das ist einfach Quatsch. Vielleicht sogar gegenteilig, Vielleicht sogar dadurch, dass sie sich noch gegenteilig. über Merit Order bilden, Genau, ja. also das ist also so. Dann also ich kann es nicht in eine Aussage bringen, so, aber mich macht schon ein bisschen fertig manchmal, wie wenig gerade jetzt sozusagen unsere politische Konkurrenz von der Union sieht, dass die Probleme, die wir gerade haben, Strukturprobleme sind, die jetzt nicht alle in den letzten 2 Jahren entstanden sein können, zumindest die Ursachen für diese Strukturprobleme nicht, sondern dass gerade insbesondere diese Abhängigkeit von Russland und den ganzen Folgen dessen sich einfach jetzt in aller Brutalität zeigen und also diese Weigerung, sich damit auseinanderzusetzen und einfach sagen, der Habeck, also was der sich da ausgedacht hat, das ist. Jeder, wie er kann. Glaubst du, dass der technische Fortschritt, Thema Automatisierung, Digitalisierung, die Entwicklung, die wir gerade bei KI auch sehen, dass die eine Gefahr für die soziale Gleichheit und Gerechtigkeit in Deutschland sind? Du hast gesagt, das wären jetzt Fragen, die man schneller beantworten Zum kann. Teil, habe ich gesagt, Zum zum Teil. Teil. Also technologische Entwicklung ist in meiner Wahrnehmung nie per se positiv oder negativ, sondern immer eine Frage kluger Gestaltung so. Und ich glaube, dass Automatisierungsmöglichkeiten, auch künstliche Intelligenz, erstens Menschen dazu bringen können, sich auf andere Dinge zu fokussieren und sie von unsinnigen Aufgaben oder nicht unsinnigen, aber unbefriedigenden Aufgaben auch erlösen können und gleichzeitig steckt also gerade beim Thema KI offensichtlich auch eine Gefahr in diesen Technologien, wenn sie halt eben nicht eingedämmt und nicht reguliert werden so. Und ich finde, dass gerade also dass bei technologischem Fortschritt es immer eine Balance aus Technologieoffenheit, das ist ein schöner Begriff, geben muss und also und auch einem Umfeld, in dem Technologie sich überhaupt erstmal entwickeln kann, in dem Fortschritt sich entwickeln kann, in dem geforscht wird, in dem experimentiert wird und so weiter. Und gleichzeitig aber auch in der Bereitschaft des Staates und seiner Vertreter zu regulieren, wo Regulation notwendig ist, wo Regulierung notwendig ist, um halt die Kollateraleffekte, also die negativen Kollateraleffekte zu beherrschen und zu bändigen. Und deswegen fällt mir eine pauschale Antwort da so schwer. Was macht eigentlich einen guten Politiker aus? Gibt es so zwei, drei Eigenschaften, wo du sagst, ach, die sind mir besonders wichtig? Es ist immer doof, wenn man sowas ja sagt, wenn man ja selbst einer ist und also ich glaube, dass eine Haltung und einen Kompass zu haben und den immer wieder auch zu justieren und zu gucken, ob man davon abgewichen ist und auch nicht beim kleinsten Windstoß umzufallen, sondern auch ab und zu mal Dinge zu stehen, selbst wenn sie unbequem sind und wenn es Gegenwehr gibt und wenn man vor allem irgendwie auch damit konfrontiert ist, dass Leute sich gegen einen aufbauen, die vielleicht auch genug Geld in der Tasche haben, das wirkmächtig zu tun und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig. Und das Zweite ist eine Freude daran, etwas sozusagen auch Uneigennütziges zu tun. Also natürlich, wir werden bezahlt für das, was wir machen und auch gut. Und wir machen es auch, also kein Politiker, der im Bundestag oder so sitzt,
fühlt sich nicht auch geschmeichelt, wenn er irgendwie von sich einen schönen Artikel irgendwo sieht oder was auch immer. Aber man muss auch irgendwie bereit sein, zu sagen, ich arbeite jetzt einfach mal intensiv und niemand wird das Ergebnis sehen. Ich mache das jetzt einfach, weil es in der Sache richtig ist. Ich kümmere mich jetzt drum, weil sich jemand drum kümmern muss. Und wenn ich mich nur dann kümmere, wenn ich hinterher einen zweistündigen Dokumentarfilm über meine Heldentaten mache, ansonsten mache ich es nicht, dann ist man falsch in dem Job. Gibt es politische Streitfragen, bei denen du dir unsicher bist aktuell oder zuletzt warst? Also ich habe immer, also es gibt, das ist eigentlich das Interessante, es gibt ganz wenig Themen, bei denen ich nicht auch zweifle. So. Ich bin trotzdem relativ entscheidungsfreudig so und kann dann auch, wenn ich die Sachen abgewogen habe, für mich auch zu einer Position kommen. Ich habe das immer bei allen so medizinethischen Fragen zum Beispiel. Also es fällt mir total schwer, eine klare Position zu solchen Sachen wie Sterbehilfe. Also alle solche Sachen, die häufig dann auch sozusagen außerhalb von Fraktionszwang und so weiter diskutiert werden, da hänge ich immer sehr lange dran. Und wo ich gerade, also weil ich mich da korrigieren musste, aber noch nicht weiß, wie weit. Also ich finde es total richtig, dass wir, das habe ich vorhin auch gesagt, dass wir zum Beispiel mehr Geld für Bundeswehr ausgeben und eine andere Sicherheitspolitik machen, die auch auf militärische Abschreckung und so weiter setzt. Und ich hänge jetzt an solchen Debatten wie zum Beispiel bei der also Wehrpflicht, also soziales. Dann nennt sich das Pflichtjahr oder irgendwie so etwas. Ich bin da eigentlich total dagegen und gerade auch wenn ich junge Leute höre, also ich habe noch einen Zivildienst gemacht, ganz viele Leute, die jünger sind als ich, waren gar nicht mehr gezwungen, sich diese Frage zu stellen und die sagen, hey, warum soll ich denn jetzt hier so, ich merke das und merke trotzdem auch, ich sehe schon einfach, wie sich die Welt verändert hat und weiß nicht, ob diese alte Orientierung dauerhaft trägt. So. Das ist sowas, worüber ich zum Beispiel gerade viel nachdenke. Hast du eine Buchempfehlung? Frage ich auch jedem meiner Gäste hier. Ein Buch, was dich vielleicht besonders geprägt hat in deinem Denken über Politik und über die Welt? Also ich könnte, also Dutzende wahrscheinlich, wenn ich eins herausgreifen müsste, weil es mich gerade in den letzten Jahren nochmal sehr stark beeinflusst hat, ist von Bernd Ulrich, Alles wird anders. Ist ein Buch über seine eigentlich eigene sozusagen ökologische Biografie. Also zur Frage, wie er eigentlich als Erwachsener im fortgeschrittenen Alter zum Klimaschutz-Ultra quasi geworden ist. Und er beschreibt das halt für sich selbst, aber eigentlich auch so ein bisschen stellvertretend. Also wie tiefgreifend sind eigentlich die Veränderungen, die notwendig wären, um sozusagen der ökologischen Wirklichkeit gerecht zu werden. Und das, auch wenn ich wahrscheinlich in meinem alltäglichen Handeln sich da auch Widersprüche ergeben, also hat mich eine Zeit lang sehr geprägt, diese Gedanken, ja. Was sind die anderen 11? Also es ist breit gefächert. Weil ich auch politisch ein relativ breites Interessenfeld habe, auch Sachen, an denen ich jetzt selbst gar nicht intensiv immer arbeite. Ich habe das Buch Working Class von Julia Friedrichs vor ein paar Jahren gelesen. Da begleitet sie Familien und Einzelpersonen, die in diese, also in den USA würde man sagen Middle Class. Die arbeitende Mitte ist wahrscheinlich die Übersetzung. Also Leute, die arbeiten und viel arbeiten und trotzdem am Ende des Monats häufig nicht wissen, wie sie jetzt noch den Ausflug irgendwo bezahlen sollen. Sehr spannend. Ich habe das Buch Die Moskau Connection von Reinhard Bingener und Markus Wehner verschlungen, die sich intensiv damit beschäftigt haben, wie uns insbesondere das Netzwerk um Gerhard Schröder so demonstrativ
abhängig von Wladimir Putin gemacht hat und wie das bis heute fortwirkt. Ich arbeite ja auch viel zu dieser ganzen Nord Stream und generell zu dieser ganzen, also der Frage, wie unsere Russlandpolitik eigentlich in der Vergangenheit gestaltet war, was wir daraus lernen können. Ich lese gerade von Janka Oertel das Ende der China-Illusion, auch aus dem ähnlichen Interesse, weil wir da wieder über Abhängigkeiten und über Naivitäten und über falsche Motivationen, glaube ich, sprechen, wegzusehen an manchen Stellen. Ich habe von Margarete Stokowski Untenrum frei gelesen, ein sehr spannendes feministisches Grundsatzbuch, was insbesondere Männer lesen sollten. Also, wie gesagt, es ist sehr, sehr, Sehr sehr breit breit gefächert, das merkt gefächert. man. Aber da ist einiges dabei. Ich werde es unten in der Beschreibung irgendwo auflisten. Vorletzte Frage. Hast du einen Rat an dein jüngeres Ich? Gibt es irgendwas, was du dem gerne mitgeben würdest? Mein jüngeres? Ja. Nö. Wie nee, das Nö. gibt's nicht. Das sagen ganz viele. Nee, ist alles gut, wie es ist, weil dadurch bin ich der, der ich bin. Aber, oder anders gefragt, deiner Tochter. Du bist ja seit einigen Monaten Vater einer Tochter. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Gibt es irgendwas, was du der gerne mitgeben würdest über das Leben? Oh, ich hoffe, dass ich ihr jeden Tag etwas über das Leben mitgeben kann. Und dass es sozusagen das richtige Verhältnis aus Wurzeln und Flügeln ist, wie man es in der Pädagogik ja beschreibt, zumindest in der bindungsorientierten. Also, dass sie die Sicherheit für sich entwickelt, die oder der oder das zu sein, was sie ist, was sie sein will. Die Freiheit zu haben, genau das herauszufinden und aber auch immer zu wissen, sie ist geborgen. Und ich glaube, dass, also ich würde sie und auch mein jüngeres Ich, aber da bin ich eigentlich ganz happy mit meinem jüngeren Ich, eigentlich immer ermuntern, sich auf die Suche danach zu begeben, was ist das, was einem wichtig ist, was ist auch das, was einem egal ist. Und ich glaube, das wäre vielleicht das Einzige, wo ich meinem jüngeren Ich sagen würde, also ich hätte vielleicht das an der einen oder anderen Stelle noch etwas früher eine Offenheit dafür gebraucht, auch mich zu entscheiden, manche Dinge einfach nicht richtig zu finden und nicht zu glauben, das müsste aber etwas sein, was ich irgendwie, also es gibt ja schon häufig so einen Drang, irgendwie dazugehören zu wollen und sich auch an anderen zu orientieren. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich einfach für mich akzeptiert habe, dass ich Massenveranstaltungen uninteressant finde, dass ich nicht auf Konzerte gehe und dass ich auch einfach lieber abends bei einem Glas Wein mit Leuten so rede, dass man sich gegenseitig hört, als sich in einem Club anzuschreien oder so etwas. Aber vielleicht ist es bei meiner Tochter genau andersrum. Das muss sie für sich herausfinden. Letzte Frage. Hast du einen Tipp für einen interessanten Gesprächspartner für dieses Format? Und zwar gerne jemanden, den man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Es gibt ja mal die paar Leute, die hat jeder immer sofort im Kopf. Gibt es Muss irgendwen, es jemand der... sein, die der aktiv in der Politik ist? Nein, nein, auf keinen Fall. Also was ich gerne hören würde, weil ich leider noch nie persönlich Kontakt zu ihm hatte, einer der Autoren eher von Romanen und so, also nicht Sachbüchern, der in meiner Jugend auch eine große Rolle gespielt hat, war Uwe Timm. Also ein Alt-68er, hat, glaube ich, auch viel zu ein bisschen autobiografisch motiviert geschrieben. Und der ist jetzt über 80, schreibt aber immer noch. Und ich glaube, das würde ich gerne hören, was der eigentlich zu bestimmten Dingen zu sagen hat. Aber Interessant. ob der ins Format passt, weiß ich nicht, müsste ich nochmal nachdenken. Interessant. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Felix. Wir haben ziemlich genau halb müssten wir haben, weil die Uhr geht ein bisschen vor. Danke dir für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Danke Alles dir, Gute. ebenso. Ebenso, Dankeschön.